Ach, Dani, wo bist du mit deinen Gedanken? Susanne kennt mich zu gut. 4 Jahre schon gehen wir als Paar auf dem Glatteis von all dem Vergangenen, rutschen aus und fallen uns in die Arme. An mir ist nichts echt. Ich spiele bloß den Getöteten hinterher. Die Vergangenheit greift mir in den Schritt. Warum muss sie sich ständig mit mir beschäftigen? Vermutlich, weil mein Verhältnis zur Zukunft skandalös ist und die Gegenwart ein einziges Geröll. Ich bin ein Jud aus Wien, das ist die Stadt, die heiße Herzen meines auch in ihrem Blindarmat. Die schönste Stadt der Welt, direkt am Lethefluss. Ich leb in ihr, in der ich so viel lachen muss. Einst Welthauptstadt des Antisemitismus ist sie heute Vergessenshauptstadt worden. In ihr lachen Leute, die für das nackte Leben grad genug Tränen haben. Sitzen in der Dunkelküche, eine halbe Welt geladen. Dies Wien liegt ja noch nicht im Österreiche. Und wer noch glaubt, dass diese Stadt die Herzensbleiche dem Land der Hauptsitz ist vom schroffen Alpenbunker, der soll vom transalpinen Kommentar herunter mög uns geben den Devisenklunker. Und in der Hofburg riechen Österreichs beste Leiche. Ach, diese Stadt ist nicht fürs Alpenglühen da, sondern sie lebt wie ich längst in Diaspora. It's going pretty well. Well, we have found most of the people. We haven't found a patient yet. Not bad. Hang on a second. Nope. Not Jewish enough. Nicht jüdisch genug, danke. Für den Hitler war ich jiddisch genug. Thank you very much. Thank you. Thank you. Well, then we have 2 weeks of locations coming. Nicht genug jiddisch. Schuke. Der nächste, bitte. Yeah, no, we still have to look for a while. Name? Dani Demand. So when are you coming over? Shalom. Hello. Please take a seat. Setzen Sie sich bitte. Nope. Okay. So you're flying alone. Take your glasses off for me, please. Nehmen Sie bitte Ihre Brille ab. I'm gonna pick you up myself. Hang on a second. Now that's what I call Jewish. Jack Goldstone will love that. Dani Demand, comedian. He could be our patient. Right. Perfect. That's our patient. Great. Wir brauchen einen Patienten. Er wird operiert von einem SS-Arzt. Du versuchst wecken. Verstehen Sie? Seid Sie verrückt geworden. Ich krieg schon die Preise, wenn ich einen Thermometer sehe. Keep your seat. Setzen Sie sich bitte. Look at the camera, please. Schauen Sie bitte in die Kamera. Turn right. Rechts schauen, bitte.
Hello? It's 4 o'clock. Who is it? Who? This is Zuckerman from L.A. Mr. Zuckerman? What? Just a minute. Zuckerman, are you crazy? You still don't get it. When you come home from your party in Hollywood, it's 4 o'clock in New York. Come on, don't be angry. So what do you want? News for you. Really great news. What? Yeah. Jack Goldstone has just been listening to the music for his new Holocaust movie, and he ain't happy. He's looking for another composer. Converting, you know what that means? Listen, Zuckerman. I don't write concentration camp music. Can't you understand? Herman, come on, I know that. Not for Mr. Goldstone either. He pays a lot, so think it over. What are you, a cowboy from the Wild West? I write songs and musicals. Oh, Herman, come on, he wants you. Now, Betty, bye. You can still sleep, lucky you. And call me back at a decent time. What do you mean, decent time? Now, end of the message. This is the greatest of... Wäre das gewesen? An agent der Gunnis. Ich soll ihm das KZ komponieren. Ebenso gut könnte ich an der Brause von Birkenau hängen und eine Erstickungssymphonie schreiben. Oder Schlagzeug zum Schädelknacker. Für was redest du Deutsch? Was? Was ist? Ich weiß nicht. Du redest im Schlaf. Immer dasselbe Wort. Komm, schlaf weiter, Ilse. Es ist noch früh. Dafür lebt man auf einer Insel. Dass man Ruhe haben kann. Ruhe. Hallo, André, Konrad Sachs, ja. Ich bin wieder im Lande, das heißt derzeit auf See. Zwischen einer Insel und dem Festland, dem allzeitfesten deutschen Lande. Bleibt's beim gemeinsamen Mittagsmahl? Ich wollte Ihnen nämlich meine Story vorschlagen. Nichts Politisches, ganz kulturell. Ehrenwort, über einen neuen Film, den Goldstone gerade zu drehen anfängt. Nein, nicht in Vietnam. Am anderen Arsch der Welt. Man kann aber bequem mit dem Auto hinfahren. Obwohl kein Mensch hinfährt. Aus Vietchim. Ja, Auschwitz. Aha. Also, auf gleich. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Nie sollst du mich befragen, Else. Wenn man zu viel von kommenden Plänen erzählt, gehen sie in die Hose. Als hätte das Reden schon das Thema erschöpft. Gibt's etwas, was du mir nicht sagen willst? Du glaubst, ich habe Geheimnisse vor dir? Vielleicht vor dir. Du träumst in fremden Sprachen, weißt du das? Verhör mich nicht. Konrad Sachs war Kulturkorrespondent des Hamburger Echo. In dieser Tätigkeit war er bei sich. Ebenso wie er bei sich war im Haus auf Borkum. Es lag weit vom Schuss. Auch Else lag weit vom Schuss. Vielleicht hatte er sie bloß deswegen geheiratet, dachte er manchmal. Leider hatte sie in jüngster Zeit begonnen, ihm Fragen zu stellen, wo er Else doch sozusagen
als Nichtfragende geheiratet hatte. So hoch hinaus? Direkt bis zur Führungsetage, Herr Sachs? Kennen wir uns? Weißt du nicht mehr, wer ich bin? Als Buben haben wir miteinander gespielt. Räuber und Schande, hat man gesagt in Wien. Ich kenne dein Gesicht vom Echo TV. Eckenberger. Dein Vater und mein Vater waren so. Erst in Österreich und dann dort. Und wo ist er jetzt, dein Vater? Weiß ich nicht. So, wir sind ganz oben bei André. Willst du nicht aussteigen? Gut, dann fahren wir gemeinsam hinunter. Und was machen Sie? Was machst du jetzt? Ich bin Rechtsanwalt in Stuttgart. Ich habe geschäftlich hier zu tun. Sag, hast du nie daran gedacht, deinen Namen zu ändern? Nein, wieso? Und du? Mein Vater war bloß Sanitäter. Ich bin nicht der Sohn des großen Professor Theodor Sachs. Dass ich überhaupt mit dir hab spielen dürfen. So, ich steige jetzt aus. Was? Ach, nix. Schütterer Applaus. Es plätschert. Ist gar kein Programm zur stillen Nacht. Muss noch meine Kleine abholen. Sie finden sonst nicht her. Wenn du Kleine sagst, meinst du, sie ist unter 2 Meter? Die Frage nach der Größe seiner Blondinen liebte Emanuel Katz nicht. Wie heißt sie denn, seine neue Walküre? Grimhild? Gudrun? Fast. Kathi. Die Frage nach seiner kranken Mutter beantwortete er stets mit: Frag mich nicht. Wollte dein Steirer nicht kommen und mithelfen? Spring halt nur für den unten ein, jemand schälen. Am Riemen gern. So früh kommen schon die Ersten. Wer ist denn das? Welch schönes Christkind bringt Licht in den Tempel. Entschuldigen, ist hier das Mischpupenfest? Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Die Inge Haller hat mir gesagt, dass das hier... Wer ist Inge Haller? Ist ja egal. Also, ciao. Moment. Ich bestimme, wie geschlossene Gesellschaft ist. Ich bin der Dani. Komm rein. Susanne, Mascha. Christiane. Wie noch? Kalteisen. Ah, Kalteisen. Ein Name wie jeder andere. Kann ich helfen? Schälen. Was ist mein Gutes? Servus. Servus, Susanne. Innerhalb einer Stunde sind dann die 60 Leute erschienen. Mensch, Riesling. Sie schieben sich aneinander vorbei, küssen einander die Backen und blasen jene schmächtigen Wörter aus, die insgesamt das gesellschaftliche Gesums ausmachen. Prost. Shalom. Apropos, Dani, spielst du jetzt eigentlich mit in dem Holocaust-Film oder was? Also was Blödes und was alles denn da zu sein? So. Das Fest nimmt einen glücklichen Verlauf. Wie aufgemischt sind diese Leute, lächeln kreuz und quer in die Gesichter von Freunden und Konkurrenten, in Unbekanntes und allzu Vertrautes. Ich gehe. Muss eure Sprünge in die Redaktion. Komm nachher wieder. Nein, auf keinen Fall. Aber ruf mich an, wenn all dem fertig bist.
Servus, Gudrun. Na gut, also dann. Gehst du schon heim? Wär blöd, ich hab so ein bisschen meinen Mann verlassen. Der sitzt jetzt zu Hause alleine unterm Weihnachtsbaum und weint. Vielleicht trinkt er nur. Willst du nachschauen gehen? Nein, nein. Kannst auch gerne hierbleiben, ohne dass ich... Ohne dass du... Ich meine nur schlafen. Das ist gut, schlafen. Papa, schläfst du noch? Aber geh, ich bin schon seit 5 auf. Hab ich mir gedacht. Du auch? Nein, ich kann nicht einschlafen. Weißt du was? Ich habe mir gedacht, wir sollten wieder mal einen Ausflug machen. Ah, mit oder ohne den Dani? Nein, nur du und ich. Sag, Susanne, was ist los? Gar nichts ist los. Ich habe nur gedacht, das wäre doch nett. Ich muss mal wieder was tun. Katze ist so ungeduldig. Neues Programm ist fertig. Stress dich nicht. Ich komme schon zurecht. Sie will mich los sein. Ich mache schon wieder alles falsch. Ständig gebe ich abendländisches Kulturgut von mir, statt ins Freie zu gehen. Ist ja klar, dass sie mich los sein will. Das ist eine, die mich liebt, um mich loswerden zu können. Wir könnten uns, sagen wir, 5 im Café Museum. Sehr schön. Sie lehnt ja gar nicht ab. Merkwürdig. Ist ja fast ein bisschen enttäuschend. Dreh dich um. Los, dreh dich mal um. Wenn du dich umdrehst, werde ich deine Frau. Geistig überarbeitet? Wird wohl so sein. Oder auch körperlich. Die Ärztin? Welche? Du hast was mit der Christiane. Willst du mich nicht wenigstens anlügen? Ist es ernst? Da weißt du mehr als ich. Du hast dich verliebt. Susanne. Und den Mann. Ist es aus? Ich wünsche dir gute Dreharbeiten. Pass auf dich.
dich auf. Danke, Papa. Wofür? Wofür denn, Susanne? Ich glaube, die Rax ist das, was ich jetzt am meisten brauche. Ja, die hilft. Die Rax hilft immer. Mach dir nichts draus. Weißt, ich denke mir eben, er war eh nichts für dich, dieser Demand. Schau, Spaß muss sein. Aber Spaß mit dem Wertvollsten, was wir besitzen, unsere Weltanschauung, ich weiß nicht. Dass ein Mädel mit deinem Herz und deinem lieben Geschau noch keinen Mann gefunden hat fürs Leben. Dafür habe ich meinen Beruf. Ja, ja, der Falter, so ein Alternativplattel. Aber wen hilft denn das im Freiheitskampf? Wenn ich allein ans Lager denke, dieses Ebensee, und vorher das 34er Jahr, die Februarkämpfe, und wie wir uns vor den Vaterländischen da auf der Rax versteckt haben ein ganzes Jahr. Und sie hat uns geholfen. Die Rax hilft immer. Susanne hatte sich ihrem Vater nach langen Kämpfen wieder angenähert. Er, der im Unterschied zu den meisten Österreichern auf der anderen Seite der Barrikade stand, in Spanien gegen die Faschisten und nicht in Stalingrad mit den Nazis kämpfte, ist mit den Jahren tolerant und mild geworden. Er liebte seinen Hausberg, die Rax. Das war seine Jugend, sichtbar und begehbar. Susanne aber mochte mehr und mehr den Geschichtenerzähler, zu dem ihr Vater geworden ist. Schön ist ja, das Österreich. Wenn nur die Österreicher nicht wären. Ich weiß. Ich glaube, sie werden ja eh besser. Die alten Nazis sterben ja aus. Und mit den anderen, den Schwarzen, kann man sich vertragen. Aber davon waren sie bei dem See. Sogar. Einen Pfaffen haben wir gehabt, hab ich davon dem erzählt, Susanne, dem Anti-Nazi-Pfarrer. Ja, Papa. Und dann der Pepe in Spanien, der heilige Pepe. War das der mit dem Kreuz nach vorne und der Judenstein nach hinten und dann? War das ja selten, der Riesenwelt. Gefährlich, gefährlich. Im Herbst gehen ja alle Schwammerl suchen, nicht? Aber ich finde ja Pilze, welche die Masse sich nicht zu nehmen getraut. Der gedrungene Wulst. Ich muss telefonieren. Ober, zahlen! Ihr habt gesagt, zahlen! Sind Sie taub? Rudi, was ist los? Was ist denn? Wir gehen. Schweinsgalopp. Die Telefonnummer. Ich weiß die Nummer nicht mehr. Hol mir mal Häfel schnell. Und schau, wo er hingeht. Geht er? Nach links oder runter? Unter das Törtel. Wer ist denn das? Das ist der Schädelknacker, der Oberscharführer. Der ist eben sie. Hallo, hier Ressel. Ah, Beutel, bist du's? Hör zu, am Wegzeug ist ein Mann, der seit Jahrzehnten gesucht wird. Als Nazi-Verbrecher. Ja, ja, natürlich. Was? Ein Mann, so alt wie ich. Ja. Mit zwei Frauen. Ich kenne ihn. Er heißt Rudolf Beutner. Halt's ja mal auf. Und verstehen Sie, schauen Sie mal wie. Ja, danke sehr. Wir kommen dann runter. Stau.
You guys ready? Quiet, please. We're shooting. Ruhe bitte, wir drehen. Mützen ab! Cut! Great work, Jack. Awesome to like this. Okay, everybody, take an hour for lunch. Mittagspause, dann mal wieder rein. Thank you, it's a wrap. Bis morgen, danke. Na? Fühlen Sie sich wohl? Passt das Kostüm? Sie brauchen eine andere Mütze. Sie sind ein Echter. Ein Echter bist du. Nur der Winkel ist falsch. Solche wie du sind in Theresienstadt herumgelaufen, alle zwei Schritte. Das waren immer die Ersten, was man geholt hat auf Transport. Salat hat sie aussuchen müssen. So. Hier, Sie haben einen falschen Winkel. Salat. Kennen Sie die Geschichte von Salat und Tanja? Der Lagerältester? Oh. Über die Dächer ist er gekrochen zu ihr. Und nachher ab mit Transport. Tanja Ehrenreich. Halten Sie den Mund. Ich habe Tanja gekannt. Sie? Sie waren ein Wickelkind. Tanja war nie im Lager. Sie war im Waisenhaus. Was haben Sie gesagt? Ich? Ich habe Sie gefragt, ob das Kostüm passt. Ja, angegossen. Es ist echt. Ich meine, aus dem Fundus. Original. Ein Freund meiner Kollegin Susanne Ressel. Sie hat mir viel von ihrem Kabarett erzählt. Ich interessiere mich sehr für jüdische Kultur. Naja, manche interessieren sich für Rock'n'Roll, andere für Pornofilme. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht verletzen. Darf ich mich vorstellen? Konrad Sachs, Hamburger Echo. Ich würde gerne ein Interview mit Ihnen machen. Erwarten Sie sonst noch jemanden? Nein. Wieso? Ich hole mir vorher noch einen Kaffee. Entschuldigung. Tut mir leid, Konrad. Ich breche nie mein Wort. Aber ich kann heute nicht mit dir spielen. Nicht mit mir spielen. Ich komme dann zu dir, wenn ich fertig bin, und lese dir ein Märchen vor. Kann nicht verstehen, das magst du doch. Ja, Vater, kann nicht verstehen. Ist der Vater da? Sag mir, ob dein Vater da ist! Ja!
Wer ist da? Ich habe Sie schreien gehört. Kann ich Ihnen helfen? Sie bluten ja aus der Nase. Wann fahren Sie nach Wien zurück? In 3 Wochen. Warum? Ich möchte, vielleicht können wir unser Gespräch woanders machen. Nicht hier. Ich muss weg hier. Verstehen Sie? Ich kann nicht begreifen, wie Sie das hier aushalten. Soll ich Ihnen ein Aspirin? Haben Sie eine Ahnung? Ich bin bei 20 Milligramm Valium. Also auf morgen. Schlafen Sie noch ein bisschen. Sagen Sie. Ja. Sie haben doch hier Ihren Vater verloren. Es war vor meiner Geburt. Ich habe ihn nie gekannt. Nie gekannt. Glück muss man haben. Wie bitte? Oder Ihren goldenen Humor. Glauben Sie, es vergeht ein einziger Tag, an dem ich nicht an diesen Ort denke? Schäferhunde schon im tiefen Frieden nicht leiden. Sucht euch einen anderen. Was machen Sie? Sag niemand. Sie können doch nicht einfach weggehen. Aus. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Hat's dich erwischt, jemand? Das gehört zum Alltag hier. Ich auch, Doktor. Gleich am zweiten Tag bei der Orchesterprobe. Hab mir nichts anmerken lassen. Heldengeneration. Ach was. Ich war in der Immigration. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Auschwitz-Koller, ganz einfach. Ich fahr ab. Jetzt sofort. Das wirst du nicht. Und weißt du, warum nicht? Weil deine Buße noch nicht vollendet ist. Ach was. Die Buße der Überlebenden. Dass sie überlebt haben. Und die anderen alle. Susanne. Wie geht's dir? Geht schon. Danke. Du hängst durch. Tanja Ehrenreich. Du kennst mich zu gut. Brich den Dreh ab. Lass es sausen. Nein, meine Liebe. Komm nach Wien. Ich weiß noch nicht, was ich wissen und spüren will. Ich weiß aber, dass ich was wissen und spüren will. Daniel. Spiel nicht den Helden. Was heißt einen Helden? Einen Juden, der Bich spiele ich.
Susanne? Ja? Willst du mir was sagen? Papa ist tot. Was? Wieso? Wie ist es passiert? Woran ist er gestorben? Kommst du? Ja, ja. Moment! Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Ich muss mich verabschieden. Warum das? So plötzlich? Ich weiß, es ist schwer auszuhalten. Das ist es nicht. Susanne hat mich angerufen. Ihr Vater ist gestorben. Karl Ressel. Wenn André nachfragt, sagen Sie ihm, ich komme jetzt nicht nach Hamburg zurück, sondern ich recherchiere weiter. Meine Story, meine KZ-Story. Ja. Wo? In der Gegend von Wien. Sobald ich was habe, melde ich mich telefonisch. Ach, darum geht's nicht. Ich habe nur einen Wunsch. In Teufels Namen. Ich weiß nicht einmal, welchen Wunsch ich hab. Schön, dass du gekommen bist. Mein Beileid, Susanne. Es muss wohltun, so einen Vater gehabt zu haben. Er wollte immer nützlich leben. Und jetzt möchte ich, dass er nicht umsonst gestorben ist. Das ist auch mein Interesse. Und eine Frage der Gerechtigkeit. Weißt du, was mir eben vorhin passiert ist? Ich habe gedacht, ich frage einfach den Papa um Rat. Leicht wird das nicht, Susanne. Er hat seine neue Identität gut konstruiert. Er nennt sich Max Josef Hausmann. Bauingenieur im Ruhestand. Geboren 1919 in Deutschlandsberg. Kriegsdienst angeblich in Polen und Russland. Begann sein Studium erst nach dem Krieg. Ein Einzelgänger. Lebt mit Frau und Schwägerin in Wien. Keine Parteizugehörigkeit. Nicht vorgestraft. Max Josef. Die Frau oben auf der Rax hat den Rudi genannt. Rudolf. Das ist der Name von Pointner, dem Schädelknacker. Und diese Frau ist seine Frau. Wir brauchen andere Zeugen. Die ehemaligen Ebenseher. Papa hat oft die Korrespondenz gemacht. Ich habe einen Termin für uns vereinbart mit David Lebensart. Guten Tag, Frau Ressel. Guten Tag. Herr Sachs. Ebensee ist da oben links. Für den Schädelknacker habe ich einmal ein Dutzend Zeugen gehabt, allein in Wien. Heute. Stodola, Herzschlag, Schemmelzi, weiß Gott wo verschollen. Matuschka erblindet, Ressel verstorben. Gestorben an Pointner, Herr Lebensart. Hat mir leid getan. Nicht nur wegen des Prozesses. Es muss zu einem Prozess kommen. Ohne Zeugen. Stellen Sie es denn.
Kürzlich, bei einem KZ-Arzt aus Majdanek, haben wir noch zwei Greise aufgetrieben in Israel. Was glauben Sie, wie die Verteidigung mit denen umgesprungen ist? Die reinste Gestapo. Sind die natürlich umgefallen. Der eine hat einen Weinkrampf gekriegt. Aus war's. Bleibt nur Gebirtig. Wer? Hermann Gebirtig. In New York. Der Komponist. Springtime in Paris. Da, 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 da. Hm? Eine Berühmtheit. Aber der kommt Ihnen nicht. Wie ich zuletzt habe mit ihm telefoniert, wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Drei kleine Wörtlein halten mich von Wien fern. Die Wörtlein jetzt erst recht. Was der Waldheim hat auf seine Wahlplakate kleben lassen. Können wir noch einmal telefonieren? Glauben Sie, ich habe Lust, mich anschnauzen zu lassen? Der ist im Stand und sagt einem, ein Jud hat nicht das Recht, noch in Wien zu leben. Was soll sein? Das da drin, sagte sich Gebirtig, ist, wenn ich nicht irre, Olga. Oder ist es Sonja? Jedenfalls heißt sie Liebermann oder Sußmann. Die meisten der Iren sind in Polen vertilgt worden. Deswegen liegt sie ja neben mir. Ich bin sicher, für mich gibt's keine Frauen mehr auf der Welt außer jenen. Auch meine Eltern haben sie fortgebracht. Aus Tarnow sind sie gekommen, nach Auschwitz sind sie gegangen, in die Wolken sind sie verschwunden. Erst bist du gewesen als ein Flammenfeier. Und jetzt kann man mit ihrer Fülle keinen Kottel nicht stoppen. Ich leid für eine Sleeping Disorder, Olga. Was plötzlich Olga? Ich heiße Sonja. Weiß ich doch. Ich will dich heimbringen. Ah, danke. Ich kenne nämlich ein Taxi. Komm mal her zu mir. Keiner kennt es. Ich da so wie die. Du hörst? Wir kennen doch noch haben wir ein Kind, finde ich. Neue. Ja, Mann. Meine Schlager schreiben und mit polnischen Jüdinnen schlafen. Das ist alles, was es für mich noch gibt, dachte Gebirtig. Zuckermann sagt, meine Musik klingt nach Wien. Und er hält es für ein Kompliment, der Trottel. Und er hält es für ein Kompliment, der Trottel. Chrissy. Hallo, Dani, war gerade in der Nähe. Die Idee, vorbeizukommen. Bei der Inge Haller kann ich nicht mehr wohnen. So, so. Zu meinem Mann will ich nicht mehr zurück. Ja, naturgemäß. Ja. Kann ich übergangsweise bei dir wohnen? Und ob. Moment, Moment, Moment. Sachen. Ach, Christiane. Wieso wird immer nur dein linkes Ohr rot? Hexenfieber. Da liege ich nun neben einer, die mir ans Herz will, weil ich ihr zwischen die Beine will. Ich bin doch bloß ein exotischer Fluchtort für jene. So weit kommt's wieder, und ich weiß schon jetzt, dass ich ihr Herz spüren werde zwischen ihren Beinen. Und die Lust wird viel zu süß sein. Sie hat Lungenentzündung. Allzu viel Fieber ist nicht da. Das wird schon gut gehen. Im Gegenteil, ich spüre das. Hoffentlich spürt sie nicht, dass du das spürst. Es geht ja von ihr aus. Lungenentzündung ist keine Lappalie, aber ans Schlimmste brauchst du nicht zu denken. Wenn sie aber sterben will? Dann wird sie sterben. Dafür reicht's. Du bist von der geraden Sorte, gell?
Immer rein ins Vergnügen. Das willst du doch hören. Du willst dir doch große Sorgen machen. Ihr Grund ist Birkenau. Birkenau? Auschwitz. Ach so. Du glaubst, das hat damit zu tun? Frau Doktor, von Auschwitz verstehen Sie nichts. Es lag in Polen. Es liegt immer noch dort. Servus, Emanuel. Mach dich nicht verrückt. Soll ich dich noch wohin bringen? Nein, danke. Okay. Mama ist alles gewesen, in Gizine lange Abend, auch viele bei Nacht. Aber solange ich will leben, oder ich will nicht haben, kein Alzheimer-Disease, will ich gedenken, die Nummer für mein zweite Mamitschke. Mir das Bild von Papa. Den Lippenstift. Dir gut, mein Sohn? Natürlich, Mama. Amalie Katz befand sich wieder in Block 12 und hatte Flecktyphus. Sie würde die nächste Selektion nicht überstehen. Entweder Mengele und ab durch den Schornstein oder Claire mit der Phenolspritze ins Herz. Jelena, die Ärztin, hatte, oh Wunder, eine Tablette Aspirin aufgetrieben. Amalie sagte, ich will eine Orange. Halt durch, Mali, sagte Jelena. Bloß eine Orange, dann gehe ich von selber. Amalie schloss die Augen. Was geht das mich an? Gar nicht. Da sah sie sich bereits unten liegen, ein Sack. Sie aber dem großen Süden entgegen, hoch über der Stadt. Und ganz von oben sah sie hinab auf die Blocks von Birkenau. Aber sie darüber hinweg ins weite Weiße. Das Entzücken hatte sie vollkommen erfasst. Gebärtig speaking. Herr Gebärtig. Hier ist Lebensart aus Wien. Ich behellige Sie, entschuldigen Sie. Behelligen Sie mich, Herr Lebensart. Vorab, wie geht es Ihnen? Na ja, man lebt. Sind Sie gesund? Da klage ich nicht, Herr Gebirtig. Fein. Was wollen Sie wissen? Sie wollen doch was wissen. Hören Sie zu, Pointner ist verhaftet worden. Pointner? Der Schädelknacker?
Ein Mann namens Ressel hat ihn auf der Rax entdeckt, ein früherer aus Ebensee. Auf der Rax? Die Rax gibt's auch noch? Am selben Tag ist er am Herz gestorben. Seine Tochter will unbedingt, dass der Pointner überführt wird, aber er nennt sich jetzt anders. Wir haben kaum Zeugen. Das ist kein Wunder. Sie will, dass Sie nach Wien kommen. Nach Wien? In die Schlangengrube? Nein. Ich möchte übrigens auch, dass Sie kommen. Sonst werden Sie ihn womöglich freisprechen. Ist schon vorgekommen. Hängen Sie das mir nicht an. Soll er doch Gurken pflanzen in Leoben oder wo der herkommt? Aus Leoben. Richtig. Ja. Die Leute dort haben noch nie einen Hitler gebraucht. Die waren immer schon so. Was geht denn das mich an? Regen Sie sich nicht auf. Reg ich mich auf? Ist ja wahr, es ist lächerlich. Was reg ich mich auf? Mir geht es vor allem um Gerechtigkeit. Ihnen doch auch. Mir? Nein. Es gibt keine Gerechtigkeit. Gibt's nicht. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich glaube daran, deshalb behellige ich Sie ja. Sie können mich immer behelligen, Herr Lebensart. Aber ich weiß, es gibt Sie nicht. Behelligen Sie mich, aber lassen Sie mich in Ruhe. Ich komme euch da nicht drüber. Bleiben Sie dran, Frau Ressel will noch mit Ihnen reden. Nein, hören Sie, Lebensart. Halten Sie mir die Frau vom Leib. Im Übrigen, bleiben Sie gesund und nichts für ungut. Und Respekt, dass Sie es dort aushalten. Aber ich bin sehr gebürtig. Shalom. Shalom. Was ist das? Ein Flugticket nach New York. Gebürtig steht nicht im Telefonbuch. Zu prominent. Tatsächlich. Adresse und Telefonnummer sind streng geheim. Ich darf sie nicht aus der Hand geben. Lebrüstlingen sage, Österreich das eins so karge. Blöd. Ich hoffe, er kriegt bald wieder seinen Witz zurück. Grüß dich. Neues Lied von Katz. Wie geht's ihm überhaupt? Er hat's hinter sich. Oh, von seiner Mutter gar nicht zu sprechen. Er sagt, verspäteter Auschwitz-Tod. Dabei ist sie 75 geworden. Das hat er mir schon gesagt, da war sie noch gar nicht tot. Wirklich ist es immerhin. Und du bist die Letzte, die davon eine Ahnung hat. Die Letzte? Wieso die Letzte? Musst du immer alles herumliegen lassen. Ich werde ständig vom Tod belästigt. Kaum hängt sich wer auf, werde ich gerufen. Ihr redet und redet. Auschwitz, Birkenau, was weiß ich. Ich sehe das Sterben tagtäglich. Kannst du nicht mal von was anderem sprechen? Das ist halt dein Job. Bevor man stirbt, ruft man die Rettung. Red nix. Wer hat dich geheißen, Ärztin zu werden? Alle haben es wollen. Außer mir. Mein Vater, meine Mutter, mein Ex-Mann. An einem Scheißenleben. Was redst du denn daher? Ach, bin ich dir nicht lieb genug? Verzeih, lieber Mann und Bettgenoss. Was hast du denn? Hab gar nichts. Ihr redet und redet. Wer ist wir? Na du! Ich red nicht. Ich halte das aus. Ihr seid ja sogar zu fett, um Kinder zu haben. Servus, Konrad. Lange nicht gesehen. Wie geht's, Susanne? Ich habe sie heute zum Flughafen gebracht. Sehr gut. Und du, wie geht's dir? Entschuldige, ich muss mich umziehen. Ich wollte dir schon früher eigentlich schon... Ich halt's nicht mehr aus. Du brauchst einen Therapeuten? Es gibt keine jüdischen Analytiker mehr in Deutschland oder Österreich. Wir haben sie alle. Teitelbaum, der Gemahlinfürst, schlägt die Römer vernichtend im Teitelbaumer Wald. Alles nicht deine Schuld. Das ist es ja. Ich habe das Gefühl, ich bin vergiftet von Anbeginn. Und jetzt? Seit ich in Auschwitz war, redet er mit mir. Wer redet? Er. Habe ich dir schon von Tanja Ehrenreich erzählt? Nein. Wer ist das? Eine, die zu mir redet. Thank you.
Grüß dich, Konrad. Die Probe läuft schon. Kommst du? Hallo. Hallo? Wo bist du? Unterwegs. Wohin? Ich weiß es nicht. Ich werde auf dich warten. Nichts wirst du. Lass mich in Ruhe. Meine Frau? Du bist blöd, Else. Vergiss mich. Schnellstens. Tut mir leid. Verzeih. Nichts verzeih ich, gar nichts. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich liebe dich. Susanne ging ein bisschen schräg hinter ihm. Sie näherte sich ihm gewissermaßen durch die Augenwinkel. Dabei spürte sie, wie sie ihr Gesicht mit aller Kraft zusammenhielt, so dass es ohne Ausdruck war, indes ihr das Blut wie gefeuert durch die Adern schoss. Von der Brust her durchlief ihn ein heftiger Schauer und sogleich ein zweiter. Susanne nahm all ihren Mut zusammen. Da sagte er mit leiser Stimme: Sind Sie aus Wien? Sie wollen mich also überreden, nach Wien zu kommen. Überreden? Überzeugen? Ich muss erst mal frühstücken. Darf ich Ihnen helfen? Machen Sie es. Was wollen Sie überhaupt? Egal. Da habe ich sie jetzt in meiner Wohnung, dachte gebürtig. Was tue ich jetzt mit ihr? Wohin soll das führen? Mein Vater hat der Mutter jeden Morgen einen Tee aufs Bett gebracht, bevor er in die Kanzlei ging und dann den Hund ausgeführt. Er war die Gewissenhaftigkeit selber. Deutsches Pflichtbewusstsein. Ich glaube, mein Vater hat nicht einmal gewusst, was Tee ist. Er trank bitteren Feigenkaffee. Nur sonntags gab es ein Stück Zucker. Die Zeiten waren hart. Also, überzeugen Sie mich. Um 1 Uhr muss ich weg. Bis dahin können Sie reden.
Susanne sprach gut. Sie begann gebürtig die Biografie ihres Vaters vorzutragen, streifte seine Kinder- und Jugendjahre bei den Roten Falken in Simmering, erwähnte die Februarkämpfe, die Flucht auf die Rax, das Gefängnis, die Amnestie und dann den Gang nach Spanien. Sie wiederholte die Geschichten Karl Ressels bei der Internationalen Brigade, schilderte die Kämpfe in der Casa del Campo, in Guadalajara, als sei sie eben von dort eingeflogen. Hernach die französischen Internierungslager wie Gurs und Saint-Cyprien, die Auslieferung an die Deutschen, Dachau, Ebensee. Gebürtig hörte zu und schwieg die ganze Zeit hindurch. Als sie in Ebensee angekommen war, hob er kurz seinen Blick. Sie gefiel ihm schon. Doch von den Eingeweiden her kam eine Art Schatten den Leib heraufgekrochen. Ihn fühlte er gut, wie er wuchs und Oberhand bekam. Genug, sagte gebürtig. Genug. Setzen Sie sich bitte wieder hin. Da glauben Sie, das beeindruckt mich, wenn Sie mich von da oben anstarren. Das beeindruckt mich nicht. Deswegen soll ich in diese Schlangengrube steigen? Können Sie mir garantieren, dass mich auf einer Wiener Straße nicht jemand anrempelt und sagt, dich hat man auch vergessen zu vergasen? Das kann Ihnen natürlich niemand garantieren. Auch in Amerika gibt es Rassismus. Ich rede von Österreich. Dem Land, das sich so als Opfer fühlt, das für die Opfer der Opfer nicht mehr für übrig bleibt. Was glauben Sie, wie oft mein Vater angeschrien oder angespuckt wurde? Frau Ressel, Sie erzählen mir das Leben eines Kommunisten, der für seine falschen Hoffnungen bezahlt hat. Ich kann da nicht einmal Respekt empfinden, entschuldigen Sie schon. Mein Vater war Anwalt. Er und meine Mutter haben sich nie um Politik gekümmert. Sich nie als Weltverbesserer betätigt und deshalb auch niemanden, der nicht ihrer Meinung war, auf den Kopf geschlagen. Und sie waren gute Leute. Aber nicht von der Art, dass man sich vor ihnen hüten musste. Warum hat man sie quer durch Europa transportiert und in die Gaskammer getrieben? Ha? Mich brauchen Sie das nicht zu fragen. Und jetzt soll ich zurück in dieses Naziland und helfen, dass er ein Würstel verurteilt wird? Was ändert das, ha? Nie hat man den deutschen Kommunisten das angetan, was man den Juden angetan hat. Warum? Weil sie dieselbe Rasse waren. Auch ihrem Vater hat der Pointner nichts getan. Nein. Schach gespielt hat er mit ihm. Ja? Auch das hat's gegeben. Aus Ebensee hat man Anfang 45 die Reinrassigen noch für die Waffen-SS rekrutiert. Mein Vater hat ihnen geantwortet. Er trägt schon 4 Jahre das Ehrenkleid des Führers. Und er hat sie auf das KZ-Gewand gegriffen. Ja. Schreien Sie nicht. Ich kann auch nichts dafür, dass das so ist. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Feigling sind Sie. Sie haben nie für etwas gekämpft. Seit Jahrzehnten sitzen Sie da. Sind tödlich beleidigt. Gerechtigkeit interessiert Sie nicht. Nur das jüdische Volk und die eigene Narbe. Sie warten, bis über meinen Schmerz zu Gericht zu sitzen? Nein. Hier ist die Nummer meines Hotels. Bis 8 Uhr früh bin ich noch dort. Um 11 geht mein Flieger. Sie brauchen mich nicht zu begleiten. Ja, gehen Sie. Gebürtig sah zum East River hinunter. Ganz still war es in ihm. Er hörte sein Herz schlagen, als feuerten sie Pistolenschüsse ab, weit weg, hinten im Nacht- und Nebelland, tief in ihm. Thank you, ma'am. Have a safe journey. No message for me? No, ma'am. I'm sorry.
Eine Bedingung. Ich komme an am Vorabend der Verhandlung. Ich fahre zurück am nächsten Morgen. Keine Interviews, keine Sentimentalitäten. Oder glauben Sie vielleicht, ich möchte die Tabakfabrik besuchen gehen, in der mein Vater seine Zigaretten gekauft hat? Oder unsere Wohnung in der Florianegasse, falls die noch so heißt? Die heißt noch so. Ach, was sieht denn ähnlich? Gebürtig. Schöner Tag heute, Doktor. Waren Sie in der Sommerfrische? Sie schauen so gut aus. Das ist der Kleine, das Herzipinkerl. Na, Mandy, ein Zuckerl? Ja. Komm, Hermann, zahl dir mal du. Was darf denn sein heute, Herr Doktor? Donau wie immer? Bitte. Dankeschön, Fräulein Leitner. Kommst du? Vergehen Sie, ich bin doch die Thea. Gell, Mandy? Doch wahr, Herr Doktor. Ja, der. Hermann, kommst du? Also, habe die Ehre. Servus, allerseits. Grüß dich, Mascha. Gibst du mal ein? Vielleicht sollten Sie mich fragen, Herr Untner. Indem, dass ich heute hier den Wein ausgehe. Was denn? Oder bin ich Ihnen nicht gut genug? Ich hör doch auf. Muss immer die Leute provozieren. Auf wen warten wir denn noch, auf die Chrissy? Nein, aber die neue von meinem Mann. Chrissy, wer ist Chrissy? Wie heißt sie? Barbara. Aber sie nennt sie Barbie. Leider. Hoffentlich ist die Tür hoch genug. Es muss ja nicht jeder ausschauen wie du. Richtig, richtig. Gleich morgen lasse ich mir die Nasen operieren, die Haare blondieren. Heute bin ich so arisch wie da unten. Hör doch auf. Unser Mann. Absolut. Das muss die Barbie sein. Halt, bleibt so. Katz und Barbie. Und ich weiß nicht, früher waren die irgendwie größer. Du bist auch nicht mehr das, was du warst. Konrad! Wir reden gerade von großen Menschen. Wir können aber auch von dir reden. Setz dich. Bist du übrigens mit dem KZ-Arzt des gleichen Namens verwandt oder identisch? Könnt ihr über was anderes sprechen? Immer Nazis und so. Stimmt. Du haust akkurat den Hut auf den Kopf. Juden sind nicht über Jahrtausende hinweg verbrannt worden. Wie Millionen von Frauen als Hexen. Ja, jawohl. Und Katzen. Hast du es gewusst? Frauen und Katzen. Was ein Blödsinn. Ganz banaler Opferneid. Reg dich nicht so auf. Ist euch schon aufgefallen, das sind doch die Hände eines Mörders. 50 Jahre zurück, ich wäre eine komplette Nazisau geworden. Ich möchte wissen. Lass mich raten, ob es eine Absolution gibt? Ich vergebe dir, ich, ein jüdischer Jüngling. Entschuldigung, Barbie, ich wollte nichts gegen die Frauen sagen oder die Katzen. Katz, du bezahlst. Sollen wir dich nach Hause begleiten? Oder ich euch? Das hättest du wohl gern. Auf morgen. Guten Abend. Guten Abend. Prinz Gut, Herr Demann.
Er redet immer mehr mit mir, dachte Konrad Sachs. Er redet so laut, dass sie schon bald die anderen hören werden. Was machst du? Glaubst du, ich lass mich schnappen wie einen räudigen Hund? Aber wo fährst du hin? Ich geb dir dann Nachrichten. Sei brav und mach's gut. Hat der Wagen was? Muss man's hier anschieben? Servus, Dani. Grüß. Glaubst du, ein Mensch hält es so lange aus, ha? Huh? Nur wenn er muss. Nur wenn er muss. Ich fühle ein Zweitleben in der Nacht. Manchmal denke ich, es ist mein Erstleben. Dani, wer ist Tanja? Im Schlaf hast du diesen Namen gesagt. Ich glaube, das war meine erste große Liebe. Im Waisenhaus. Sie muss an die 7 gewesen sein. Tanja Ehrenreich. Du warst im Waisenhaus? Zeitbedingt. Nachher ist sie gestorben. War beim Begräbnis, wie wir alle. Hab mich irgendwie gefreut. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie ist ganz normal gestorben. Ganz normal. Und durfte wieder normal sterben. So, komm doch, komm doch. Oder hast du keinen Mumm? Drückst du dich schon wieder, der reitige Hund, der du bist. Konrad? Ich warte auf Dani. Ach so, na gut. Also dann, ich muss los zum Dienst. Der Dienst, die Ethik des Arztberufes. Ärzte sind Menschenverächter. So ist das nämlich immer nur das zuckende Stück Fleisch. Konrad? Aber, Uwaga, Uwaga, wir leben noch. Wir überleben euch alle. Konrad, Moment, ich hol dir was. Ah, eine Spritze. Das hat noch gefehlt. Tut mir leid, aber ich kann heute nicht mit dir spielen. Ich muss operieren. Innere Untersuchung der Folgen von Fehlernährung und Unterkühlung. Leberschäden dank Fleckfieberinfektion. Solche Dinge. Verbrauchende Forschung, du verstehst. Kann nicht verstehen. Kann nicht verstehen. Ruhelos läuft Konrad Sachs durch die Stadt. Die Kindheit liegt ihm wie eine tote Ratte im Mund. Er kann sie nicht ausspeien, er mag sie nicht mehr schlucken.
Ich bin der mit der Angst. Sagen Sie du zu mir. Ich bin die Sabine. Ich bin der arme Konrad. Also, soll ich mich ausziehen? Du auch? Ja, das ist besser. Komm her. Keine Berührung. Soll ich mir selbst? Auch das nicht. Ich will bloß reden. Du redest aber nicht. Willst du mir Schweinereien erzählen? Mein Vater. Mein Vater hieß Theodor Sachs. Er war in der SS. Zuerst in Wien, dann in Polen. Er war Arzt in einem KZ. Du bist Pole? Nein. Ich bin kein Pole. Ich bin auch kein Jude. Na also, was ist denn dann so schrecklich? In der SS waren viele. Er wurde als Nazi-Verbrecher in Nürnberg gehängt. Er wurde aufgehängt. Haben Sie verstanden? Ja, ja, erledigt. Und was weiter? Wenigstens ist man sein Leben los. Uwaga. 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 Uwaga! Seine Opfer bei lebendigem Leib seziert, ohne Narkose. Man nannte das verbrauchende Forschung. Ich bin der Sohn. Ich habe das geerbt. Raus, du. Verschwinde. Bin ich den Misthaufen? Won, Paschow, won. Ich war doch ganz klein damals. Ich kann doch nichts. Nichts dafür. Wer dein Zeug woanders los? Stunde um Stunde wandert das Gitter. Nebel dampft zwischen den Blocks von Birkenau. Menschenfett schmiert den östlichen Himmel voll. Achtung, Uwaga, Achtung. Nimm eine Hacke, Doktor, schlag mich in mich zurück. Psst.
so hell auf Krakaus Wiesen. Und das Gitter mein Rippenkerker. Und drinnen er. Und Susanne hört zu. Susanne versteht. Hier sind wir. Ein kleines, feines Hotel. Und wie Sie sehen, ganz im Zentrum. Zentrum? Früher hat man gesagt, in der inneren Stadt. Guten Tag. Bertig, ich habe reserviert. Gebürtig, Hermann. Tragen Sie sich bitte hier ein. Gens Maria. Entschuldigen Sie bitte, einer unserer Gäste ist leider mit Nasenbluten eingetroffen. Herr Sachs? Ja, richtig. Ein Freund von Ihnen? Ja, Konrad Sachs. Er ist früher mein Chef in Hamburg gewesen. Sein Vater war SS-Arzt in Auschwitz. Theodor Sachs? Sie haben von ihm gehört. Theodor Sachs. So schnell ist man bei euch im Zentrum. Er leidet bis heute runter. Zimmer 215. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Danke. Es tut mir leid, ich muss jetzt in die Redaktion. Wir sehen uns morgen früh im Café Landen. Danke, Susanne. Ich darf doch Susanne sagen. Natürlich. Ich hasse ihr so. Susanne? Kommen Sie nicht zu spät. Glasig der Morgen. Gebürtig kam aus dem Hotel. Da stand er nun. Papa und die Zeitungen. Hier im hellen Licht des Cafés, in der großen Wärme, die neue freie Presse. Und hinter ihr Papa. Und der Kaffee duftet. Das Nussgipfel. Köstlich. Die wunderschöne Dora kommt dazu, seine Mama. Immer leicht lächelnde Augen. Mama, der Hofstädter Horst hat gesagt, wenn der Hitler einmarschiert, dann bringt er uns alle um. Was hörst du auf den blöden Pach? Ich geh ihn verhauen. Das wirst du nicht tun. Hauen ist nicht jüdisch. Soll aber sein, jüdisch. Ja, soll sein. Ja, natürlich. Ich heiße ja so. Ich war viel zu früh da. Noch eine Melange, bitte. Eine Melange? Und Sie? Eine Schale Gold. Eine Schale Gold, bitte, gern, bitte. Und ein Nusskipfel. Und ein Nusskipfel bringe ich gleich. Ich
konnte nicht schlafen. Dann bin ich spazieren gegangen. Durch die Stadt und den Ring entlang. Ja. Am Burgtheater vorbei, am Rathaus, am Parlament und an der Oper. Ja, natürlich. Die liegen alle im Ring. Das halten Sie für natürlich? Ja. Also, wann trete ich auf? Ich habe heute früh mit Lebensart gesprochen. Er lässt Sie grüßen und vertrösten. Was heißt das? Pointon hat Grippe. Die Verhandlung ist unterbrochen. Vorerst auf 5 Tage. Na, wenn schon. Wien ist eine schöne Stadt. Zum Sterben schön. Springtime in Paris. Everyone's so gay. Springtime in Paris. Mademoiselle and May. Ich habe die Freude, euch einen Gast aus New York vorzustellen. Und ich erst, Hermann Gebürtig. Willkommen in Vienna, der Stadt des Vergessens und des Erinnerns. Der gemütlichen Barbarei und der unsterblichen Musik. Wie das ist, wenn man nach Jahrzehnten in die Stadt seiner Kindheit zurückkommt, besonders wenn sie einen mit Gewalt ins Lager verbracht hat, dachte Gebürtig, das weiß niemand. Er hatte gemerkt, dass der jahrzehntelange leise Druck in der Brust verschwunden war. Süß ist die Leichtigkeit, süß und köstlich, sagte sich Gebürtig. Und er dachte an Susanne und eine nie gekannte Wärme stieg auf in ihm. Süß ist die Leichtigkeit, Susanne. Süß und köstlich. Ich habe aufgehört, mir Fragen zu stellen. Wissen Sie, ich lasse mich einfach vom Augenblick tragen. Gut. Also dann morgen um dieselbe Zeit in unserem Café. Die Cafés stehen ja alle noch, nur die Besitzer haben gewechselt. Der Leitner. Omi? Ja? Was ist denn? Der Herr da, der will was von dir. Eine Schachtel Donau. Die Donau gibt's nicht mehr. Stell dir vor, er hat mich Thea genannt. Großer Gott, sind Sie der Herr Doktor? Ich bin der Hermann. Anne-Marie, das ist der Hermann. Der Sohn vom Herrn Doktor. Gebürtig. Ja, von dem ich dir so viel erzählt habe. Wie geht's Ihnen denn immer? Ich bin kein Doktor. Ich musste ja von der Schule. Ich hab's gehört, Sie sind nach Amerika gegangen. Zuerst war ich in einem Lager 4 Jahre. Furchtbar. Mein Gott, der Krieg war so schrecklich. Ist der Papa auch nach Amerika? Nein, die Eltern sind im KZ umgekommen. Und was macht die Gesundheit?
Danke, ich kann nicht klagen. Nein, die Gesundheit ist doch das Wichtigste. Habe ich nicht recht? Ich käme es mir filterlose, bitte. Bleiben Sie jetzt in Wien? Ich bin nur zum Prozess da. Welcher Prozess? Gegen den Pointner. Aus Ebensee, aus dem Lager. Annemarie, geh. Hol den Kirsch. Bitte. Sie trinken doch mit unserer Stammtafel, Herr Doktor. Grüß dich, Hermann. Ich bin's. Der Horst Hofstädter. Tut mir leid, meine Schwester und ich haben dir nicht gleich erkannt. Servus, was? Das ist ein besonderer Tag, dass der Herrgott uns den noch geschenkt hat. Auf Ihre Rückkehr. Und? Wie gefällt's dir in Wien? Es hat sich viel verändert. Genau. Nichts ist mehr wie früher. Gott sei Dank. Ja, ja. Was ich sag, weißt, wir waren ja damals alle sehr verbittert. Hunger, Kälte, Arbeitslosigkeit. Ihr habt es vielleicht nicht so bemerkt, ne? Aber da hat's der Hitler gleich gehabt. Was hat's mir bitte einbracht? Ostfront. Verwundet bei Kursk, 5 Jahre Kriegsgefangenschaft. Kein Honigschlecken. Zuerst hat mir nichts genutzt, dass ich bei der Partei war. Und später hat's mir sehr geschadet. Ja, man zahlt für alles, was du. Ja, genau, klar. Dich haben sie im Bergwerk arbeiten lassen. So ähnlich. Es gab keine Möglichkeit zu erklären, wie das war mit dem Lager oder mit dem Schädelknacker. Zuletzt sagte Hofstädter, man wird klüger am Ende. Also nichts für ungut, Hermann. Man wird klüger am Ende. Also nichts für ungut, Hermann. Für meine Familie, dachte gebürtig, kann ich ihm nicht die Hand geben. Aber für mich selber. Und er gab ihm die Hand. Herrn Sachs, bitte. Sind Sie denn je nach Polen zurück? Ja. Haben Sie sich je um die Opfer gekümmert? Ich meine, was da überlebt hat und nicht mehr Fuß fassen konnte? Bleiben Sie liegen, Sohn des Theodor Sachs. Sie wollen von mir hören, dass Sie unschuldig sind? Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Sachs. Ich bin überzeugt, wir haben uns beide zu lange zu leid getan. Was sind Sie denn vom Beruf? Auto bei Mecho. Na, schlecht. Haben Sie je daran gedacht, Ihre Geschichte zu schreiben? Ich, der Sohn des Mörders? Um mich vor der ganzen Welt bloßzustellen. Das tut weh. Aber nachher kann man anfangen zu atmen. Möglicherweise. Die Verhandlung wurde wieder aufgenommen. Zum ersten Mal nach mehr als 4 Jahrzehnten sah gebürtig den Mann wieder, den er nie vergessen hatte. Pointner wirkte so menschlich, wie fast alle Mörder vor Gericht. Gebürtig machte seine Aussage präzise und ohne Angst.
Er erinnerte sich an Pointners heisere Stimme, an seinen kalten Blick, seine gedrungene Gestalt und seinen dazu nicht passenden, tänzelnden Gang. Sowie an ein Muttermal am Hals, das immer dann rot anschwoll, wenn er sich bereit machte, einen oder mehrere Häftlinge zu erledigen. Er konnte zwei Häftlinge am Genick packen und mit den Köpfen so zusammenschlagen, dass manchmal die Gehirnschale platzte. Er hatte ein Muttermal am Hals. Herr Angeklagter, würden Sie uns diese Stelle bitte zeigen am Hals? Man fand kein solches Muttermal an der angegebenen Stelle. Vielleicht auf der anderen Seite. Herr Angeklagter, dürfte ich Sie bitten, den Geschworenen auch die rechte Seite zu zeigen? Pointner wiegte sich bereits in Sicherheit, dass das Mal tatsächlich auf der rechten Seite gefunden wurde. So ein KZ-Film? Sie wollen wissen, wie das ist? Ich kann Ihnen sagen, wir gehen zum Set. Überall Eis und Schnee. Der Wind pfeift einem in alle Öffnungen. Irgendein SS-Obermacher fährt vorbei, wir müssen ziehen, unsere Hüte. Ich friere beim großen Todesappell. Wir müssen uns abzählen, bis in die Nacht. Achtung! Schreit der Green. Hier spielt ein Kapo im Limeserneppich, weil der Kommandant kommt die Treppe herunter. Wir müssen schon wieder ziehen, die Kappen bei 20 Grad unter Null. Ich verstehe schon, warum hier jeder den SSler spielen will. Die können wenigstens aufgehalten, die Hüte. In die Gassen haben die Ami-Leute Puppen herumverteilt. Das sind Tote. Die sind so unecht. Wie die echten Toten damals. In der Kälte wird die Unwirklichkeit so scharf und nahe, dass man sie glaubt und sogar annimmt als eigentlich Wirkliches, welches uns begleitet von damals nach heute. Und so passiert es, dass der des Betens nahezu unkundige Doktor Willi Klang, als die Kamera vorbeifährt an ihm, ein Wesen preisgibt des jüdischen Gebets, in Worten voll Klarheit und Wahrheit. Oh, oh. Schma, Israel. Kalt ist mein Defis. Schma, Defis, so kalt. Oh, ist mein Defis. Schma, Israel, in Defis ist mir so kalt, in Defis, Adonai. Da denke ich mir, wenn endlich warm werden die Füße und Kopf bleibt wunderbar kühl, das kommt nicht der Messias, aber ein schönes Gefühl. Als wäre ich zum ersten Mal ganz da, wo ich bin. Ja. Vielleicht bin ich erst jetzt aus dem Lager heraus. Bist du? Musik.
Konrads Frau, Else, hat er auch erst aus der Zeitung seine Herkunft erfahren. Er wollte eigentlich nach dem Coming-out durchaus zu ihr zurück, aber er fürchtete, dass sie für alles Verständnis haben würde. Das alles stünde doch nicht zwischen ihnen. Hätte sie das gesagt, wäre es ihm auf keinen Fall möglich gewesen, die Ehe wieder aufzunehmen. Als er aber von ihr hörte, mit dieser Belastung müsse auch sie erst fertig werden. Sie müsse gleichsam ihre Liebe zu ihm neu entdecken. Und dazu brauche sie Zeit. Musste er weinen. So glücklich war er, der arme Konrad. Nazi-Verbrechen angeklagten Max Josef Hausmann ist entschieden. Die Geschworenen waren mehrheitlich der Auffassung, dass die Identität Hausmanns mit dem als sogenannter Schädelknacker berüchtigt gewordenen Rudolf Pointner nicht erwiesen ist. Hausmann wurde mangels Beweisen freigesprochen. Du kannst du bitte übernehmen. Wenn statt der Wörter die Angst da ist, der Schmerz, die Verzweiflung, du musst deinen Weg gehen. Zwar bin ich bloß ein Steinchen im Geröll der ganzen Gegenwart, aber was tut's? Hauptsache, ich schreibe es auf zuletzt. Denn Spuren müssen her. Mir wird öd bei dem Gedanken, dass alles so ist oder anders. Und egal.